Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Oder auf gut Wienerisch, frei sind wir, da Jesus hat uns ausgerissen. Evangelisches Leben in Wien ist bunt und vielfältig. Hier in Wien, der Stadt an der Donau, studierten an der humanistisch geprägten früheren Universität spätere Reformatoren wie Ulrich Zwingli. Durch den regen Kontakt nach Wittenberg breiteten sich schon früh evangelische Flugblätter in Wien aus. Bekannte Persönlichkeiten prägten die Geschichte der Reformation in Wien. Zu ihnen gehören Paul Sperratus, Dichter eines bekannten Kirchenliedes und der erste evangelische Prediger im Wiener Stephansdom. Kaspar Tauber, der wegen seines Bekenntnisses zum Evangelium in Wien hingerichtet wurde. Und Balthasar Hubmaier, ein wichtiger Vertreter der Täuferbewegung. Er wurde in Wien am Scheiterhaufen verbrannt. Sie alle hatten erkannt, dass die Freiheit durch Jesus Christus größer und stärker ist als die Angst vor dem Tod. Als die evangelische Predigt in Wien verboten wurde, besuchten die Protestanten regelmäßig Gottesdienste außerhalb der Stadt. So kamen zum Beispiel in den Vorort Hernals bis zu 10.000 Gläubige. Die Gegenreformation zwang tausende Menschen in Österreich zur Auswanderung und drängte evangelisches Leben in den Untergrund. Nach einer langen Zeit der Verfolgung ermöglichte das Toleranzpatent 1781 den Protestanten in Österreich, ihren Glauben, wenn auch unter Einschränkung, zu leben. Heute ist evangelisches Leben in Wien geprägt von einem guten ökumenischen Miteinander mit der katholischen Kirche. Evangelische Kirchen und Freikirchen leben in vielfältigen Ausdrucksformen die Freiheit in Christus, die in der Reformationszeit wiederentdeckt wurde.